Freunde, mein Let's Play von Pokémon Feuerrot ist immer noch nicht ganz vorbei, wie ihr ja wisst. Ich habe zwar jetzt, wie gesagt, auf Savvy Island alles Mögliche erledigt, was mir so eingefallen ist, aber ein paar wenige Sachen möchte ich noch tun und dazu gehört unter anderem noch das Fangen von weiteren legendären Pokémon. Ich habe es ja im letzten Part in der Azuria-Höhle geschafft, das legendäre Pokémon Mewtwo zu fangen. Das habe ich mir natürlich auch ins Team geholt. Es ist jetzt immer mein stärkstes Pokémon. Ich meine, es ist auf Level 70. Und ich habe es vor allem geschafft, Mewtwo mit einem Hyperball zu fangen. Das heißt, ich habe meinen Meisterball immer noch. Und das war ja auch pure Absicht von mir, dass ich den immer noch behalten habe. Weil es noch ein anderes legendäres Pokémon gibt, was umherstreift durch Kanto und was aber immer versuchen wird, sofort aus dem Kampf zu fliehen. Das war bei Mewtwo nicht der Fall, deswegen konnte ich es dann nach einigen Versuchen mit einem Hyperball fangen. Und was ich dann auch noch offscreen erledigt habe, ich habe mal wieder getauscht, und zwar ganze drei Pokémon habe ich getauscht, die sich entwickelt haben. Möchte ich euch mal kurz im PC zeigen, welche das gewesen sind. So, unter anderem habe ich meinem Quapuzzi den Kingstein zu tragen gegeben, das dann getauscht und dadurch hat es sich zu einem Quaxo entwickelt. Ganz genau. Mein Onyx, was ich mir damals in der Siegesstraße gefangen habe, das habe ich mit dem Metallmantel getauscht und daraus ist ein Staros geworden. Und das ziemlich starke Kadabra aus der Azuria-Höhle habe ich ebenfalls getauscht, das ist zu einem Simsala geworden. Und somit habe ich jetzt noch mehr gefangene Pokémon im Pokédex. Und was ich auch gemacht habe, weil ich das einfach gerne zeigen möchte, auch wenn es jetzt wirklich nur mit Cheats funktioniert hat, ich habe mir die beiden Spezialtickets besorgt, die man ja vor vielen, vielen Jahren damals als Feuerrot-Blatt-Grün in deutschen Gefilden noch nicht so lange draußen. Man gab es ja mal von Nintendo so eine Pokémon-Tour und da hat man diese zwei besonderen Tickets erhalten. Die habe ich mir halt hergecheatet, weil ich ja jetzt keine Möglichkeit habe. Ne? Also Let's Play ist ja schon lange, lange, lange vorbei, aber ich möchte das einfach trotzdem zeigen. Und zwar geht es hier um diese beiden Tickets. Einmal das Geheimticket, eine Fahrkarte für das Schiff zum Nabelfelsen, sie leuchtet geheimnisvoll. Und das Aurora-Ticket, eine Fahrkarte für das Schiff zur Entstehungsinsel, sie leuchtet wundervoll. Diese beiden Tickets hat man früher eben nur von so einer Nintendo-Aktion bekommen. Ich habe sie mir jetzt hergecheatet, weil ich keine andere Möglichkeit habe, an sie ranzukommen. Aber ich möchte ganz gerne zeigen, welche Pokémon man damit fangen kann. Vor allem ist mit diesen beiden Tickets nämlich ein weiteres Geheimnis gelüftet, nämlich, dass es gar nicht nur 7 Inseln sind, die dort existieren, also die Gruppe, die Savvy Island genannt wird, es sind nicht nur 7 Inseln, nein, es gibt eigentlich insgesamt 9 Inseln, aber auf die Insel 8 und 9 kommt man eben nur mit diesen beiden Spezialtickets. Das werde ich noch machen, und zwar in diesem Part. Aber was ich jetzt auch noch vorhabe, ich möchte mir jetzt ein anderes, ganz besonderes Pokémon fangen, das eben, wie gesagt, sobald man den National-Pokédex hat, durch Kanto streift. Das trifft man nicht auf Savvy Island an, sondern nur hier in Kanto. Auch nicht in den Städten und in keinen Höhlen, nur im hohen Gras. Und das hat auch damit zu tun, für welches Starter-Pokémon ich mich ganz am Anfang entschieden habe. Ich habe mich für Bisasamia entschieden gehabt. Hätte ich mich damals für Shigi oder für Glamanda entschieden, würde jetzt dann was ganz anderes auftauchen. Und der beste Trick, damit das auch wirklich auftaucht, weil das ist sehr zufallsbedingt, da muss man auch ein bisschen Glück haben. Am besten nimmt man sich ein wirklich sehr starkes Pokémon, wie zum Beispiel Mewtwo, an die erste Stelle des Teams. Schützt sich dann aber trotzdem mit einem Top-Schutz. So, dann tauchen nämlich alle schwächeren Pokémon nicht auf und nur noch mit dieses eine Pokémon, das es mir geht. Und das werde ich jetzt einfach suchen. So, werde ich jetzt einfach hier so durchs hohe Gras laufen und gucken, ob es auftaucht oder nicht auftaucht. Wenn es nicht auftaucht, bin ich auf der falschen Route, weil das springt auch immer hin und her. Am klügsten ist es eigentlich, glaube ich, wenn man nach Sophronia City geht und die Stadt in jede mögliche denkbare Richtung verlässt. Also mal nach oben, nach unten, nach links und rechts. Ich kann ja zum Beispiel jetzt hier mal nach rechts gehen. Wie gesagt, in der Stadt wird es natürlich nicht auftauchen, ist eh logisch. Ist ja ein wildes Pokémon. So, ich gehe zum Beispiel hier rüber auf die Route 8. Um zu gucken, ob es hier vielleicht erscheint. Ja, Zerschneider zum Beispiel kann man einsetzen. So, hier, wo
wo ist Gras? Nur gucken. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Dann werde ich ihn aber gleich wieder verwenden. So, es sind ja nur 52 Schritte. Ah, sieht nicht so aus. Gut, dann probiere ich eine andere Route aus. Ah, ich will jetzt aber nicht kämpfen. Habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust. So, gut, also hier scheinbar nicht, weil wenn, dann müsste es ziemlich schnell auftauchen. Wenn es denn ist. Ich meine, ich kann jetzt hier so im Uhrzeigersinn gehen, ich kann jetzt auch mal hier lang gehen. Obwohl, nee, da muss ich wieder so komisch rüber. Nee, komm, ich probiere gleich mal die Route hier drüben aus. Da ist zwar ganz wenig Gras, aber das muss ja nichts bedeuten. So, schauen wir mal. Route 7, so seht man, hier ist zwar ganz wenig Gras, aber wenn ich Glück habe... Oh, Schutz wirkt nicht mehr. So, und was haben wir hier? Oh, ein Mirapla. Das habe ich jetzt nicht gemeint. Alter, Mewtwo sieht so endgeil aus, selbst von hinten. Aber um Mirapla geht es mir natürlich nicht. Es ist ein legendäres Pokémon, das ich suche. Da ist es! Ein wildes Entei erscheint. Freunde! Genau darauf habe ich gewartet. Das legendäre Pokémon Entei aus der Johto-Region kann man in Feuer und Blatt Grün bekommen, wenn man sich für Bisasam als Starter-Pokémon entschieden hat. Hätte ich mich nämlich für Glumanda entschieden, dann würde jetzt Suicune auftauchen. Und hätte ich mich für Shiki entschieden, dann wäre es Raikou gewesen. Aber da ich im Bisasam als Starter habe, taucht bei mir nur Entei auf. Die anderen beiden kann man hier nämlich dann nicht mehr fangen. Es geht nur um das eine. Und genau für Entei habe ich mir meinen Meisterball aufgehoben, weil Entei sofort versuchen wird, aus dem Kampf zu flüchten. Entweder würde es überhaupt abhauen oder es setzt Brüller ein, ist ganz egal. Das Blöde ist, mit Brüller kann es sogar dann entkommen, wenn ich probieren würde, mit Horrorblick irgendwie es festzuhalten. Das würde dann auch nichts mehr bringen. Und ich habe auch nochmal gelesen, dass es in Feuerrot Blattgrün einen ziemlich schlimmen Bug gibt, wodurch dieses Pokémon, was man halt hier bekommen kann, dann gar nicht mehr auftaucht, wenn es einmal aus dem Kampf geflohen ist. Das ist dann ziemlich blöd, es würde nie wieder auftauchen. Und genau deshalb habe ich mir so lange meinen Meisterball aufgehoben, denn Entei wird jetzt nicht entkommen können. So, Meisterball, der beste Ball. Damit findest du garantiert jedes wilde Pokémon. Also dann, Meisterball, fang mir das legendäre Entei. Toll! Entei wurde gefangen! Nummer 244, Entei, Vulkan, Größe 2,1 Meter, Gewicht 198 Kilo, ganz schön schwer. Dieses Pokémon jagt über das Land und man sagt, in jedem neuen Vulkan wird ein Entei geboren. Interessant. Ja, und es ist natürlich vom Typ Feuer, sollte eh ganz klar sein. Endlich, Entei! Aber wie gesagt, das taucht rein zufällig irgendwo im hohen Gras auf, in Kanto auf, nicht in Sebi Island. Also dort auf den Inseln braucht man es gar nicht erst suchen. Und, was wollte ich eigentlich noch sagen? Fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr ein. Naja, also wie gesagt, je nachdem welches Starter-Pokémon man hat, taucht entweder dit oder dit oder dit auf. Und jetzt fliege ich wieder zurück nach Orania City. Denn jetzt möchte ich gerne ja, zu den Inseln fahren, zu diesen beiden Event-Inseln, wie man immer sagt, das sind ja solche Event-Inseln, Event-Tickets. Also rein theoretisch müsste der Seemann hier unten jetzt sogar darauf reagieren, dass ich diese beiden Tickets in meinem Rucksack drin habe. Mal gucken. Oh, das ist das Geheimticket, das ist selten. Wir bringen dich gerne zu Nabelfels. Oh, das ist das Aurora-Ticket, das ist selten. Wir bringen dich gerne zur Entstehungsinsel. So, und jetzt kann man halt auswählen, wohin man fahren möchte. Entweder nach Sebi Island, zu den Inseln 1 bis 7, oder zum Nabelfels, oder zur Entstehungsinsel. Ich glaube, ich nehme sogar ausnahmsweise erstmal die Entstehungsinsel, weil das legendäre Pokémon, was ich dort fangen kann, hat einen wesentlich niedrigeren Level als die anderen beiden von Nabelfels. Da kann man nämlich sogar zwei legendäre Pokémon fangen. Ja. Also bring mich bitte zur Entstehungsinsel.
Okay, alles klar, du kannst an Bord das Spezial für Sichmann Tempo 12 wird sofort ablegen. Entstehungsinsel. Ja, das ist hier übrigens keine Musikspiel, das ist ganz normal. Und ja, die Entstehungsinsel ist überhaupt was ganz Besonderes. Damit hier dieses besondere, legendäre Pokémon überhaupt erscheint, muss ich ein Rätsel lösen. Wir müssen uns überhaupt mal die Insel kurz angucken. Die ist nämlich dreiecksförmig, also in allen drei Ecken steht jeweils ein Baum und hier in der Mitte ist so ein besonderes schwarzes Dreieck. Und das muss ich mehrmals anklicken, wenn ich mich direkt davor stelle und das anklicke. Dann verschiebt es sich und ich muss dann immer, und das ist sehr wichtig, den kürzesten Weg gehen, um es wieder anklicken zu können. Das heißt am besten so. Genau. Also, wenn man nämlich irgendwas falsch macht, dann verschiebt es sich nämlich wieder zurück. So, und seht mal, das wird auch immer intensiver rot. So. Es wird immer mehr rot. Was zum? Nein! Das war falsch. Gut, muss ich nochmal probieren. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Man muss, wie gesagt, immer den kürzesten Weg wählen. Wenn man das nämlich nicht macht, habt ihr ja gesehen, dann rutscht das Dreieck wieder in die Mitte der Insel zurück. Das ist irgendwie sehr komisch. So. Was ist, wenn ich jetzt so gehe? Mann! Was ist denn hier? Was mache ich denn falsch? Hallo? Irgendwas mache ich falsch. Ich habe aber keine Ahnung was. Irgendwas, warte mal, was ist, wenn ich so gehe? Kann ich nämlich auch machen, ha? So? Nein, das ist auch falsch. Mann, ey! Ich will jetzt, dass dieses Pokémon erscheint, bitte! Das macht mich sonst ganz irre! Ich habe dieses Rätsel irgendwie immer gehasst, aber es ist eh so watschen einfach, aber trotzdem. Und wenn ich jetzt... So und... So. So, aber jetzt, jetzt passt auf, jetzt müsste es gehen. Es kommt. Ein wildes Deoxys erscheint. Holy shit! Ja, es ist auf Level 30. Das ist gar nicht mal so stark. Mewtwo, du machst erstmal Bodyguard. Damit mein Team mal von Statusbildung geschützt ist. Verfolgung. Naja, Level 30 wird nicht viel Schaden anrichten. Deoxys ist übrigens auch ein Psycho-Pokémon und ist eigentlich aus Rubin, Saphir, Smaragd bekannt. Also eigentlich ein Höhen-Pokémon. So, Psycho, was werde ich denn da einsetzen? Am besten klemme ich eh mein Sichler, weil das ist Level 51. So, ja, Verfolgung kann mich auch noch angreifen, wenn ich versuche auszutauschen, dann ist es stärker. Egal. Los, Sichlor! Trugschlag! So, Deoxys hat schon nur noch mehr 1 KP, wegen dem Trugschlag. So, jetzt probiere ich wieder auszutauschen und, naja, einschläfern. Ich nehme doch lieber Zapdos und mache eine Donnerwelle, dann ist es nämlich paralysiert. Oh mein Gott, Kraftkoloss! Das ist eine Kampfattacke und eine der allermächtigsten. Oh, ist aber nicht so effektiv gegen ein Flug-Pokémon. Angriff von Deoxys sinkt, Verteidigung von Deoxys sinkt. Ja, das ist der Nachteil von Kraftkoloss. So, Donnerwelle! Und du bist paralysiert. So, ist paralysiert, das kann ich da angreifen. So. Oh, Bodyguard von Anwelle, das nach. Na egal. So, und jetzt probiere ich es zu fangen. Ich habe noch 51 Hyperbälle übrig. Den Meisterball kriegt man ja nur einmal im Spiel. Also, Hyperball! Mist, das war knapp. Ich hoffe mal, Deoxys ist nicht so extrem schwer zu fangen, weil es ja nur auf Level 30 ist, aber es ist trotzdem ein legendäres Pokémon, also das darf man nicht vergessen. Die Fangrate ist trotzdem derbe, beschämend gering. Ja, ich falle nicht auf Verhöhner herein, ich werde immer weiter mit Hyperbällen nach dir werfen, Deoxys. Alter, wie es überhaupt aussieht. Ich meine, Deoxys kommt ja ursprünglich aus dem Weltall.
ist so gesehen eigentlich ein außerirdisches Pokémon. Das ist was ganz Besonderes. Wobei, das hat man von Pipi auch immer behauptet, dass Pipi irgendwie vom Mond kommt oder so. So, komm schon. Hyperball! Du musst mal drin bleiben. Du hast ein einziges kapiert und bist paralysiert. Mist, das war knapp. Nö, es ist paralysiert. Das kann nicht angreifen. Haha. Komm schon. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Nein, Mist, das Pokémon hat sich befreit. Psychokinese. Doa, na warte. Werde ich wieder austauschen. Am besten auf Mewtwo. Es ist immer noch am stärksten, das heißt, das wird die meisten Schläge einstecken können. Was willst du tun? Nichts, weil du paralysiert bist. Tja, Genesung. Damit hat mich Mewtwo ja ganz schön genervt, als ich versucht habe, es zu fangen, aber ich hab's ja. So, Kraftkoloss. Ich bin ja nur froh, dass Kraftkoloss keinen Rückstoßschaden verursacht, weil dann würde sich die Uxys selber besiegen und das wäre echt mega kacke. Aber zum Glück tut es das ja nicht. So, komm, Hyperball, bitte bleib drin, bitte, ich will dich haben. Nein, verflixt, es hätte beinahe geklappt. Mann, der Ball hat doch schon dreimal gewackelt. Menno, Deoxys, bitte. Mach es dir doch in diesem Hyperball bequem, der ist so schön kuschelig ausgepolstert. Okay, das war gelogen. Ich weiß ja doch auch nicht, wie es da drin aussieht. Bitte, kein Pokémon, ja, hallo? Komm schon. Deoxys! Deoxys! Hopp, hopp, hopp! In den Hyperball! Deoxys! Komm schon! Jawoll! Toll! Deoxys wurde gefangen! Awesome! Und es hat vor allem seine Form verändert. Nummer 386 Deoxys. DNS. Größe 1,70, Gewicht 60,8 Kilo. Dieses Deoxys hat sich in seine aggressive Form verwandelt. Es kann Gegner täuschen, indem es sein Erscheinungsbild ändert. Ja, das ist was ganz Besonderes. Und übrigens, es ist, wie ihr hoffentlich wisst, das letzte Pokémon der dritten Generation. Die Nummer 386 eben. So. Spitznamen natürlich nicht. So. Wurde in Box 3 abgelegt. Freunde, ich habe das legendäre Pokémon Deoxys gefangen. Richtig geil. So. Ahoi, wohin soll es gehen? Na, nach Orania natürlich. Wieder zurück. Sehr schön. Ein Deoxys. Ja, und das ist auch das Besondere an Deoxys, dass es vier verschiedene Formen hat. Als ich gegen es gekämpft habe, war es noch in seiner Normalform und in der dritten Generation ist es jedenfalls so, je nachdem auf welcher Edition es sich befindet, hat es eine andere Form. In Feuerrot hat es die Angriffsform. Da ist vor allem sein physischer und sein spezieller Angriff enorm hoch und die anderen Werte sind eher ziemlich bescheiden. In Blattgrün ist es dann in seiner Defensivform. Da hat es dann eben eine sehr hohe physische Verteidigung und Spezialverteidigung. Die anderen Werte sind eher geringer. Und in der Smaragd-Edition ist dann ganz neu noch eine Initiativeform hinzugekommen. Da ist halt dann seine Initiative extrem hoch. Damit ist es dann so gesehen sogar das allerschnellste Pokémon, das es gibt. Aber gut, Deoxys hat mir jetzt gar nicht so viele Probleme bereitet, weil es ja doch nur auf Level 30 ist. Aber können wir nochmal kurz angucken. Und ich denke, im nächsten Part fange ich mir dann entweder eins der anderen beiden oder vielleicht sogar beide von den übrigen legendären Pokémon. Aber hier haben wir jetzt erstmal Entei. Das schauen wir uns auch mal näher an. Level 50 Entei vom Typ Feuer. Wesen frech in Route 7 mit Level 50 halten und natürlich mit Meisterball gefangen. Es konnte einfach nicht entkommen. Ne. So, kleinen Moment. Wesen frech, das bewirkt nochmal Wett. Wo habe ich denn hier meine... Ah ja, hier. Wesenfrech. Ah ja, das erhöht seinen physischen Angriff und senkt seine Spezialverteidigung. Ah ja, ist nicht gerade das optimalste Wesen, aber macht ja nichts. Hat ebenfalls die Fähigkeit Erzwinger. Ja, super. Ja, von den Werten her, wir sehen, sein physischer Angriff relativ hoch, der Spezialangriff leider nicht so hoch. Initiative, ja, geht, geht und... Es kann gerade mal die Glut, ey, das ist so billig auf Level 50, das müsste eigentlich Feuersturm oder irgendwie sowas richtig Geiles können, aber nein, kann nur Glut, Brüller, Feuerball und Stampf, aber wie gesagt, mit Brüller,
verjagt den Gegner und beendet den Kampf in der Wildnis. Und das ist ja das Blöde. Selbst wenn ich Horrorblick oder Spinnennetz irgendeine dieser Attacken eingesetzt hätte, um Ente an der Flucht zu hindern, dann hätte es zwar normal nicht so weglaufen können, aber mit Brüller hätte es dann trotzdem abhauen können. Und dann das wäre eben blöd gewesen, weil dann würde es nie wieder auftauchen, weil es eben hier so einen Bug scheinbar gibt. Und ja, wie gesagt, am allerbesten für mich persönlich ist es, man hebt sich den Meisterball für eins dieser drei Pokémon auf, also je nachdem welchen Starter man hat, taucht entweder Ente, Suicune oder Raikou auf. Und deswegen, wie gesagt, ist am besten, weil da kann es gar nichts machen, ganz egal wie viele KP es auch hat, der Meisterball fängt es ja sowieso immer, deswegen ist es ja auch ein Meisterball. Und hier haben wir jetzt eben Deoxys in der Angriffsform. Wesen locker, in Entstehungsinsel mit Level 30 halten, vom Typ Psycho. Ein lockeres Wesen erhöht seine physische Verteidigung und senkt seine Initiative. Naja, egal. Seht ihr diesen Unterschied? Seht ihr, wie wenig Verteidigung und wie wenig Spezialverteidigung es hat? Und sein Spezialangriff und sein Angriff ist aber ist sogar noch über 100. Ja, hat auch wieder die Fähigkeit der Zwinger. Mann, viel zu viele legendäre Pokémon haben immer die Fähigkeit der Zwinger. Ich meine, ja, ist schön und gut, der Gegner muss dann 2 AP statt einem verbrauchen, um eine Attacke einzusetzen, aber trotzdem hätte ich mir was Besseres gewünscht. So, und es kann eben, genau, Verhöhner, Verfolgung, Psychokinese und hier Kraftkoloss, die, na, ich glaube, die zweitstärkste Kampfattacke. Ich glaube, Power Punch ist ja noch stärker, aber trotzdem. Stärke 120, Genauigkeit 100. Starker Angriff, der sowohl Angriff als auch Verteidigung des Anwenders senkt. Ganz genau, das ist halt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, aber wie gesagt, Psychokinese ist sehr gut, Kraftkoloss ist sehr gut, Verfolgung ist auch nicht so schlecht, der Verhöhner, ja, aber wie gesagt, ins Team nehme ich es sicher nicht. Ente werde ich vielleicht auch eher nicht ins Team nehmen, weil, naja, Level 50, wenn wir uns das angucken, Mewtwo auf Level 70, Bisasam auf 58, 55, naja, die anderen sind es auch nicht so super duper, aber, naja. Schauen wir mal, ne? Würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Okay, also Deoxys habe ich gefangen. Dann werde ich das am besten so machen. Ich fahre jetzt noch schnell zu Nabelfels und werde dann probieren, im nächsten Part eins dieser beiden Pokémon zu fangen. Da kann man wenigstens beide fangen, die dort noch leben. Könnt euch vielleicht sogar denken, welche das sind, wenn ihr es nicht eh schon wisst. So. Bitte zum Nabelfels. Das ist quasi die 8. Insel, Entstehungsinsel ist eigentlich die 9. Insel. So, Spezialfähre, Sprinttempo 10, fährt los! Nabelfels. So, und hier drin geht man einfach mal ganz geradeaus die Leiter runter. Dann noch diese Leiter runter. Dann geht man hier ganz geradeaus. So, nicht abbiegen, das sind nämlich Sackgassen hier. So, bis man hier vorne an einer Wand anstößt, ungefähr hier. Und jetzt kann man sich entscheiden. Na, wenn ich nach links gehe, dann komme ich zur Spitze vom Nabelfels, wo mich ein legendäres Pokémon erwartet. Und wenn ich nach rechts gehe, dann komme ich quasi zum tiefsten Punkt vom Nabelfels. Und auch dort wartet ein legendäres Pokémon auf mich. Ich weiß jetzt gar nicht, welches ich mir zuerst holen werde. Ich glaube, ich gehe zuerst nach links. Also ich gehe erst lieber nach oben. So, hier muss man jetzt ziemlich viele Leitern immer wieder nach oben steigen. So. Einfach immer weiter und immer weiter, bis man ganz oben ist. So. Und genau hier werde ich jetzt Schluss machen, denn wenn ich da noch ein Stückchen weiter rauf gehe, wird das legendäre Pokémon bereits erscheinen. Aber das möchte ich lieber im nächsten Part fangen. Von den Bällen hier, naja gut, 42 Hyperbälle, das müsste eigentlich klappen, hoffe ich mal. Also, Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier auf der Spitze vom Nabelfels, wo ein ganz besonders legendäres Pokémon erscheinen wird, das will ich auch unbedingt haben. Warum? Weil ich's kann, ganz einfach. Also, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.